Moin, moin, meine Lieben. Ich melde mich jetzt auch noch mal kurz. Und zwar habt ihr jetzt gerade die Bilder der Werke gesehen, die zu meiner 400 Abonnentenverlosung eingesendet wurden. Insgesamt gab es 13 Teilnehmer. Der ein oder andere hatte mehrfach Bilder drin. Das wird aber trotzdem nur ein Los geben im Topf. Aber ich wollte die euch natürlich trotzdem nicht vorenthalten. Und in manchen Fällen waren das einfach auch unterschiedliche Ansichten nochmal von den Werken. Ja, und ein paar der Teilnehmer haben mir ihre Beiträge geschickt und die möchte ich euch gerne im Video nochmal detailliert zeigen. Deswegen hänge ich das hier nochmal hinten dran, nachdem ihr schon die ganzen Fotos gesehen habt. Ich gehe einfach nach der Reihenfolge, wie sie auch in den Fotos sichtbar waren, denn das war auch die Reihenfolge der Einsendung. Das hat allerdings keine Auswirkung auf die Verlosung, denn wie immer lose ich einfach aus. Aber ich möchte euch gerne die Werke eben zeigen. Diese wunderschöne Karte habe ich von der lieben Nina bekommen, von Ninas Kreativreich. Und eine Eule ist drauf und eine wunderschöne Gestaltung. Und ich liebe ja maritim, das wusste sie natürlich und hat das hier sehr gut berücksichtigt. Die liebe Nina ist nämlich mit mir in einem Designteam für Dalia Bastelshop. Von daher kennen wir uns ein bisschen näher. Dann gab es eine Karte von der lieben Birgit vom Kanal Bivo-Deko-Welt. Und zwar diese hier. Und es ist ganz schön schwierig, euch die zu zeigen, weil die so wunderschön aus Spiegelkarton gemacht wurde. Ich glaube, so kann man es ganz gut erkennen. Auf den Fotos ist es nämlich recht schwierig. Da ist so eine wunderschöne Eule gestempelt drauf. Und das ist auch so ein Schüttelfenster. Und mit meinem neuen Videolicht kann ich das ganz gut einfangen, allerdings irgendwie nicht für Fotos. Ja, das war der zweite Beitrag, beziehungsweise der zweite, der bei mir angekommen ist. Dann habe ich von der lieben Papiereckchen, jetzt muss ich gerade mal kurz, ja, sie hat mir nämlich eine Visitenkarte mit reingelegt. Papiereckchen hat nämlich einen Online-Shop für Sticker, unter anderem. Halt euch mal die Karte hier rein. Da könnt ihr über Etsy oder Facebook einfach mal schauen. Und sie hat Eulensticker in ihrem Shop und hat die für mich abgewandelt mit meinem Namen dran. Da hat sie mir zwei solcher Bögen geschickt, was ich richtig, richtig toll fand. Das hat mich sehr gefreut. Also auch hier nochmal vielen Dank dafür. Dann hat mich Post von Marion erreicht. Erstmal war hier auf dem Umschlag schon eine kleine Eule drauf. Und dann gab es diese wunderschöne Karte hier, die ich richtig toll finde. Aber das war gar nicht ihr Beitrag zum Gewinnspiel. Das war nur das Beiwerk, aber ich wollte euch das trotzdem zeigen. Ich habe sie auch in die Fotos mit reingetan. Denn ihr eigentliches Werk war das hier. Sie hat mir ein Mixed-Media-Projekt gestaltet. Und zwar hat sie da so ein Styropor-Rahmen, so eine Styropor-Form genutzt und hat hier wunderschön Sachen drauf arrangiert. Also hier sind so Blümchen und da ist so ein Blätterband, ein Schmetterling, Herzchen und natürlich ganz wichtig auch die Eule. Und was ich auch ganz witzig finde, hier hat sie so alte Stifte und Pinsel mit eingearbeitet. Finde ich richtig, richtig klasse. Und das hat mich wahnsinnig gefreut. Ich hatte das ausgepackt und hatte dem Marion schon gesagt, ich werde das nochmal im Video zeigen, weil das kommt einfach auf den Fotos gar nicht so gut rüber. Und das muss man schon ein bisschen aus der Nähe mal betrachten können. Ja, ich habe mich darüber wahnsinnig gefreut. Ich habe ja mittlerweile auch ein Mixed-Media-Projekt ausprobiert und ich weiß, was das für Arbeit ist. Mit den ganzen Zwischenschritten und dass das trocknen muss. Und da habe ich großen Respekt vor. Und deswegen vielen lieben Dank für dein Werk. Und dann habe ich noch ein letztes Werk, was mich auch erreicht hat, beziehungsweise habe ich mir das abgeholt. Und zwar ist das diese Karte von der Biggie vom Kanal Zuckerhase Spielwiese. Und ich war ja letztens bei ihr zu Besuch und da hat sie mir die persönlich überreicht. Und das ist so eine Vogelhauskarte. Finde ich richtig toll, die Idee. Und da hat sie eben dann diese Eulenstanze genutzt, die ich übrigens auch besitze und noch nie genutzt habe. Zu meiner Schande, muss ich gestehen. Ja, aber finde ich, hat sie richtig toll gemacht. Und
Ja, so ist natürlich ein schönes Eulenwerk hier entstanden. Schöne Eulenwerke, die mich erreicht haben. Aber auch die Bilder, die eingesendet wurden, sind wahnsinnig schön. So, ich räume jetzt mal eben hier wieder alles zur Seite und dann hole ich meine Glücksbox raus und dann wollen wir mal schauen, wer der glückliche Gewinner ist. So, ihr Lieben, ich bin wieder zurück und ihr seht es schon, meine Glücksbox steht schon wieder hier. Die Zettelchen sind alle drin. Es sind 13 Stück. So viele müssen es auch sein, denn so viele Teilnehmer habe ich auf meiner Liste stehen. Und ich habe jeweils dann die Namen auf die Zettel geschrieben, gefaltet und in die Box geschmissen. Das kennt ihr ja schon von anderen Videos. Jetzt schütteln wir es zusammen nochmal kräftig durch und dann wollen wir schauen, wer der Gewinner ist. Vorab möchte ich mich nochmal bei allen Teilnehmern herzlich bedanken. Nicht nur bei denen, die mir auch ihre Beiträge zugeschickt haben, sondern generell bei allen, die teilgenommen haben. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass es 13 Stück dieses Mal waren. Und dass ihr alle für mich kreativ geworden seid, das finde ich richtig klasse. Vielen Dank dafür. Und es ist allesamt wunderschöne Werke geworden. Wir haben ja vielfältige Beiträge von Karten über Steine und Näharbeiten gesehen. Also richtig klasse und herzlichen Dank dafür. So, jetzt bin ich selber schon ganz gespannt. Jetzt schütteln wir und gucken mal, wer der Glückliche oder die Glückliche ist. So, wir klopfen nochmal drauf. Ich schaue jetzt weg und versuche möglichst nur einen Zettel daraus zu bekommen. Na, ja, das fühlt sich nur noch ein Zettel an. So, dann kommt die Box weg und wir schauen mal. Bivo minus Deko-Welt hat gewonnen. Liebe Birgit, herzlichen Glückwunsch, das freut mich wahnsinnig. Deine Adresse habe ich schon, das heißt, die brauchst du mir nicht zusenden. Das heißt, ich mache dir in den nächsten Tagen das Päckchen fertig und dann erwartet dich eine kleine Überraschung. Ja, auch an alle anderen nochmal herzlichen Dank. Leider kann nur einer gewinnen. Das macht mich selber jedes Mal traurig, bei diesen wunderschönen Werken. Ich wünsche euch trotzdem jetzt einen wunderschönen Tag und wir hören voneinander. Bis dann. Tschüss.